Sie hören 5 kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Aussage. Entscheiden Sie bei jeder Aussage, ob sie richtig oder falsch ist. Sie hören die Texte nur einmal. Lesen Sie zuerst die Aussagen. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Eins. Also Krimis lesen tue ich nie, weil ich nicht genug Geduld dafür habe. Also die Krimis können noch so toll sein und noch so bekannt und berühmt sein. Ich rühre sie nicht an, weil ich habe keine Geduld dazu. Für mich ist die Spannung im Krimi viel zu spannend. Ich schaue mir allerdings im Fernsehen manchmal einen Krimi an, hauptsächlich dann, wenn es eine Kommissarin ist, die irgendeinen Fall zu lösen hat. Als Identifikationsfigur sind Männer für mich einfach ungeeignet, von Hunden ganz zu schweigen. Ja, also eine Frau mit Kaliber schaue ich mir gerne an, aber sonst eigentlich eher weniger. Zwei. Also ich bin kein großer Krimi-Kenner. Was ich an Krimis am meisten schätze, ist die Psychologie. Und da möchte ich eigentlich als Leser eine Chance haben, den Täter zu finden mit meinem psychologischen Gespür. Ich muss aber sagen, dass ich eigentlich nur auf Englisch Krimis lese. Ich habe keine deutschen Autoren gefunden, die mir Spaß gemacht hätten. 3. Ein guter Krimi muss natürlich spannend sein und die Geschichte muss für mich ganz logisch aufgebaut sein. Ich muss das Gefühl haben, dass ich Schritt für Schritt der Geschichte folgen kann. Überraschungen mag ich nicht. Mich stört es zum Beispiel, wenn ziemlich spät noch Figuren in der Geschichte auftauchen, von denen man vorher noch nichts wusste. So etwas ärgert mich. Ich muss das Gefühl haben, dass ich eine Chance habe, den Täter selber zu finden. 4. Ein guter Krimi für mich muss mindestens 150 Seiten haben. Kurzgeschichten mag ich nicht, da komme ich nicht rein. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es mir bei den Krimis gar nicht so sehr um einfach die Lösung des Rätsels geht, wenn es überhaupt eins gibt, das ist ja nicht immer so, sondern dass es mir vielmehr um Atmosphäre geht. Ich lese sehr viele Krimis und ich komme immer wieder zu den gleichen Autoren zurück. Zum Beispiel habe ich sehr, sehr viele Krimis von Key gelesen, einem deutschen Autor, der selber, glaube ich, Berlin-Fan ist. Nicht alle Krimis spielen in Berlin, aber ich glaube, das ist seine große Liebe, die Stadt Berlin. Und für mich ist es immer so, wenn ich einen Key lese, als ob ich eine Reise nach Berlin machen würde. Und Key schafft es eben auch, dieses Gefühl zu vermitteln. Ich glaube, solche Krimis, die einem ein Gefühl vermitteln können von Atmosphäre, die sind gut für mich. Ich lese übrigens auch sehr viele englischsprachige Krimis, vor allem aus Amerika. Aber warum ich die lese, das weiß ich nicht so recht. Zum Teil sind sie, ja, wenn ich sie als Literaturkritiker beurteilen müsste, sind sie, glaube ich, recht schlecht, banal angelegt, rein auf ein breites Publikum hingeschrieben vielleicht auch. Es ist eigentlich schwer zu sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich wirklich an diesen Krimis mag und was mich immer wieder dazu bringt, einen weiteren von dem und dem Autor zu lesen. Außer eben bei Key, da weiß ich, warum ich das mache. 5. Ein guter Krimi muss für mich von der ersten bis zur letzten Seite spannend sein. Ich muss das Buch aufschlagen und schon auf der ersten Seite muss mich der Text in die Geschichte hineinziehen. Die Spannung muss immer größer werden, sodass ich das Buch gar nicht mehr weglegen will.
Für mich muss ein Krimi einen Höhepunkt haben, wo die Geschichte dann aufgelöst wird und man weiß, wer der Täter ist. Aber mir gefällt es auch, wenn die ganze Geschichte vielleicht umgedreht wird, wo eine überraschende Handlung geschieht. Und am Ende sollte dann alles schön aufgeklärt sein und am besten auch die Guten gewonnen haben. Allerdings lese ich eigentlich nicht so viel Krimis, denn ich habe eine wahnsinnig blühende Fantasie und ich stelle mir dann alles ganz grausam vor und ich krieg dann immer selber ein bisschen Angst. Ich lese lieber Liebesromane.